Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück zu Harveys neue Augen. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Muss man nachdenken. Wir haben diesen alten Sack im Kloster, der uns irgendwas erzählen will. Dann haben wir im Inventar dieses komische Meerschweinchen. Tollkirschen, ein Brett, kann man ihm... Shawny schien nicht interessiert zu sein. Lily musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Na gut, okay, das ist wohl auch eine nächste Aufgabe. Nämlich, dass wir Shawny beeindrucken. Sehr interessant finde ich auch, dass er überhaupt nicht sieht, dass hinter ihm quasi eine Leiche ist. Vielleicht irre ich mich auch und Lily hütet die gar nicht. Gehen wir nochmal zurück ins Kloster. Denn was wir noch überhaupt nicht gemacht haben, ist in die Kantine gehen. Sollten wir ja eigentlich von Anfang an machen. Komm, geh mal rinne. Sieht die lässig aus. Aber die Kantine, Frau Doris, sieht auch cool aus. Erstmal noch ein bisschen hier rumschauen. Äpfel, Kokosnüsse, komm, schauen wir mal. Heute waren die Kokosnüsse ruhig. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Ja, das freut sie. Nimm nur mit. Hier Bananen. Heute war ja, das hatten wir gerade. Heute war das. Nein! So, Kokosnüsse. Was sagt sie denn zu Bananen? Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Oh. Nehmen wir noch Äpfel mit. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Noch irgendwas? Erstmal schauen, also hier fehlt freie Fläche. Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Alles klar. Sagen wir erstmal der Oberin, dass das Rezept geklaut wurde. Oder vielleicht haben wir Glück und Doris weiß es auch so. Übrigens höre ich gar keine Musik. Lilly mochte Doris und das beruhte auf Gegenseitigkeit. Was starrst du mich so an, du kleine Mistgürre? Sie hatte zwar eine raue Schale, dafür aber einen weichen Kern. Wenn du weiter so starrst, dreh ich dir eigenhändig den Hals um. Immerhin mochte sie Kinder. Oh, ich hasse euch Kinder. Ich wünschte, ihr würdet alle an Pocken sterben. Neben Edna war Doris Lillys beste Freundin. Oh Gott. Ja... Ich traue mich jetzt eigentlich gar nicht fragen, aber schauen wir mal, vielleicht kann sie uns ja helfen. Was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, wo sind nur meine Einweggläser? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Oh Gott, ich muss mich immer zwingen, nicht total laut mittendrin loszulachen. Ja, was haben wir denn? Hunger? Du, bevor du wieder nach Essen fragst. Es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen. Kinderärmchen, ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Okay. Ihr habt ja echt... Also sowohl die Oberin als auch diese Dame hier hat sich den richtigen Beruf ausgesucht. Gibt's hier auch irgendeinen Lehrer, der seinen Job mag oder so? Einweggläser. Ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweggläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Boah. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedank dich bei meinem idiotischen Anwalt. Hä? Was ist jetzt los? Piep, piep. Irgendwas stimmt mit meinem Telefon nicht. Das, beschwert sich die ganze Zeit. Ich dachte, ich denke immer, ich werde angerufen, weil die Lautsprecher fiepen, aber irgendwie stimmt bloß was mit der doofen Antenne nicht. Naja. Jedenfalls, was haben wir noch? Essen für die Katze. Stimmt, das brauchen wir. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist schon seit Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen.
und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Leider nein. Kein Rezept? Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat, das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Okay, also, so schlimm ist sie eigentlich gar nicht. Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit, 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung, bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt... Okay. Kennt einer von euch den Film oder das Buch Mathilda? Ist jetzt egal. Gut. Wir müssen also da jede Menge Zeug noch machen. Schade, dass wir hier nicht rumfummeln können. Und jetzt fragen wir mal die Oberin, oder was? Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Reden wir auch mit ihr? Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Okay. Was ich aber weiß, wir haben hier ein Glas mit einem Meerschweinchen, das wir nicht aufkriegen. Komm, kann sie das vielleicht, wenn sie unbedingt so ein Ding in die Finger will? Jetzt schlägt's aber Ding-Dong! Habe ich dir nicht schon 1000 Mal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na, warte! Beschwer dich halt! Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke. Das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Okay. Jedenfalls. Was haben wir jetzt alles? Ein Glas mit Alkohol? Können wir das? Die Flüssigkeit roch wie Doris aus dem Mund. Oder wie der Tankstöpsel des Rasenmähers, mit dem Lilly so gerne spielte. Okay. Meerschweinchen. Das Meerschweinchen war wohl müde. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Ja. Erinnern wir mal, weil ich jetzt nicht weiter weiß, erinnern wir einfach mal, Na komm. Wie heißt sie? Birgit im Klassenzimmer. Ich will diesen Ballon haben. Erinnern wir... Hallo, Kapu. Nicht in die Sammlung, sondern ins Klassenzimmer. Weiter, weiter. Immer weiter, weiter, weiter ins Verderben. Tralalalalala, tralala. Komm, erinnern Birgit wir dich mal dran. War die Liebte. Ach, das hatten wir schon? Du lenk mich nicht ab, du siehst ja. Doch... Meine die soll Hast sich du beeilen. Eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für das nächste Banner gefragt? Na dann, pronto! Jetzt komm doch mal zum Punkt! Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Ich sollte mir das langsam mal aufschreiben, weil... Keine Ahnung. Ich kann mir das ohnehin nicht merken und das brauchen wir später für den alten Sack. Wie dem auch sei. Ich finde das zu böse. Jetzt pass mal auf, das
kann nicht richtig sein, die arme Meersau. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Hatte das Meerschweinchen jetzt gerade das Ding in den Hintern gekriegt? Und es hat sich nicht beschwert? Sehr fein. Jetzt können wir aber dieses doofe Adlermotiv nehmen, oder? Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Dann nimm mal diesen Scheiß hier. Das ist zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lilly versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Okay. Ich habe wieder meine Maus. Was haben wir denn jetzt? Hä? Ich dachte, wir haben ein Adlermotiv. Bullshit. Gehen wir mal ins Klassenzimmer. Birgit war die Liebemut. Meerschweinchen-Banner. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte... Ja, hast du. Kann man nochmal mit ihr reden? Worauf wartest du noch? Das Banner muss so schnell wie möglich in die Kantine. Ja, ich nehme es mal mit. Gut. Dann gehen wir mal. Ja, ab in die Kantine. Stimmt. Dieses mit dem Doppelklick, das muss ich mir noch... Hallo. Ich kann meine Maus... jetzt. Das war gerade seltsam. Freie Fläche mit... Meersau. Rauf damit, Lilly. Hast du gute gemacht. Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber... Was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na, warte. Die kann aber was erleben. Ich glaube, das wird lustig. Kann man den Kaffee von ihr mitnehmen? Oder irgendwie... Durchfallmittel reintun, das wäre doch sicher interessant. Edna hätte es gemacht, Lilly. Edna hätte es gemacht. Halt, wartet. Das hat sie ja quasi schon gemacht mit dem Bohnendip und Peter. Stimmt, ich erinnere mich. Jedes Mal, wenn ich hier reingehe, stockt kurz das Spiel. Gehen wir mal wieder hoch. Ich glaube, Birgit wird jetzt zusammengeschissen. Na komm. Oh, wie sie weint. Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid. Ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Oh Gott, wie sie weint. Komm, reden wir nochmal mit ihr, oder weint sie jetzt? Das geschah Birgit ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. In Ordnung, komm, was sagt sie denn? Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Jetzt sei mal nicht so schadenfroh, du kannst nicht mal... Kreuze und Striche sticken.
haben wir hier? Oh, Grizzlybär-Modell. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze genau. Und Striche sticken. Aber selbst die bekamen Lilly. Ja, dann nimm mal mit hier. Sind wir hier unten? Raufaserleinwand. Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Ja, her damit. Oh, ein Hirschmodell und ein Stachelschweinmodell. Was haben wir denn jetzt alles? Stachelschwein, Hirsch kann ich nicht erinnern und Bär. Ja, die 3 sind auf jeden Fall richtig. Dann haben wir hier Essen. Das hat er doch auch irgendwann erwähnt und er hat doch irgendwas erwähnt, oder? Weil jetzt weiß ich nicht mehr, was das dritte war. Hier kann man wahrscheinlich nichts mehr nehmen. Nein. Aber mir scheint irgendwie, dass Poki, also der Entwickler, ich bezweifle zwar, dass er das sieht, aber hey, wenn du das siehst, wäre mal cool, wenn ich das wüsste. Hast du die Schule so gehasst, dass du nicht nur ganz diese Klosterschule hier entworfen hast, die so absurd bösartig den Schülern gegenüber ist, sondern auch noch in Edna bricht aus, diese Schulabschnitte so grauenvoll designt hast. Also das heißt, dass man wirklich einen Hass entwickelt. Hast du die Schule wirklich so verabscheut? Oh je. Also können wir jetzt in der Sammlung... genau, jetzt schauen wir nochmal auf den Notizblock. Das hätten wir ja mittlerweile selber ausfüllen können, aber... Naja, das nächste fülle ich eiskalt aus. Egal wie viele Teile ich brauche, da habt ihr dann Pech gehabt. Und wahrscheinlich ich. Also, erstens, Essen, Äpfel, ja genau. Wir hatten hier Äpfel, Ding, Ding. Ah, wir brauchen die 3 Masken, stimmt. Halt, heroische Taten, geh mal hier raus. Wie gehen wir hier raus? Ah, zurück. In Ordnung. Was wir jetzt also brauchen... ist irgendwas wie ein Schraubenzieher. Aber wir haben sowas leider nicht, oder? Die Stickerei. Ja, das hatten sie wir wusste, alles. Wenn man die Ober. Irgendwie müssen wir das Zeug hier, die traurige Maske und alles abmontieren können. Was machen wir denn eigentlich mit dem Glas Alkohol? Die Flüssigkeit oder. Ja, das hatten wir schon. Vielleicht. Lilly dachte schon, sie hätte das richtige Werkzeug gefunden, um die winzigen Schrauben zu lösen. Leider war es aber wieder nur eine Methode, um Zeit zu verplempern. Mache ich ja sonst nichts anderes im Let's Play. Tralala. Schauen wir mal. Grizzlybär, komm, das sieht alles komisch aus. Kokosnuss. Also wir haben auf jeden Fall die Sache. Wir brauchen nur noch diese 3 doofen Masken, damit uns der eine richtige Geschichte erzählt. Wohin? Was sollen wir tun, Biberkacke? Ich bin... Halt, stimmt, wir sollten... Das können wir noch machen. Nein, hier. Geht's nicht raus. Lilly, hier unten rein. Danke. Genau. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Wir sollten ja vielleicht noch den Ofen anheizen, sonst kriegen wir das Futter nicht. Gehen wir mal hier rein. Hi! Können wir mit dir den Ofen anheizen? Das wäre überaus cool. Talala. Memphis und Ofen. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Ich will jetzt aber dieses Video nicht mit einem Gespräch beenden, deswegen kommen wir hier im nächsten Video zurück. Das mache ich jetzt einfach danach. Und wir gehen zum Hintergarten. Vielleicht gibt es da noch die ein oder anderen Sachen. Komposttonne? Nee, aber Sprengzünder. Interessant. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Nein, das will ich nochmal hören. Das klang jetzt unglaublich geil. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Geil. Okay, das Ding nehmen wir mit. Was können wir mit der Fliegerbombe? Oh, cool. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Bombenklappe? Können wir. Erstmal. Also da sagt er wahrscheinlich wieder das Gleiche. Hi, ja. Kann man das damit benutzen? Lilly hatte mittlerweile viele kleine Schätze gesammelt. Aber kein Schatz war so wertvoll wie ihre Freundschaft zu Edna.
Ja, anscheinend nicht. Können wir wieder zumachen. Danke. Das haben wir hier aber auch nichts mehr. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Sprengzünde. Und ich sag mal, ich verabschiede mich für diesen Teil. Und im nächsten Mal reden wir mit dem Schisser, der sich da unten im Ofen versteckt. Das wird wohl unser Brandmittel sein, das Doris Essen machen kann. Bis dann, Leute. Bis dann.